Hallo Freunde und herzlich willkommen wieder hier bei Landwirtschaftssimulator 2013, den Let's Play mit mir, dem Vinny von den Gaming Creeps. Ja, es ist mal wieder soweit, dass wir spielen auf unserem kleinen Hof. Und ja, mal sehen, was heute so alles passiert. Letztes Mal haben wir uns in den Mond gestürzt. Und ich sehe gerade, dass der Mähdrescher noch ziemlich voll ist. Deswegen entleeren wir den mal direkt. Mohn werden wir natürlich heute auch direkt weiter ernten. Nein, ich will eigentlich in den vorderen. So. Direkt weiter ernten. Und nebenher habe ich mir noch was überlegt, dazu kommen wir aber auch gleich. Ich habe vielleicht habe ich noch eine andere Geldeinnahmequelle so für nebenher gefunden. Ja. Mal sehen, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle oder nicht. Da bin ich mal sehr gespannt und mein Spiel ruckelt gerade. Warum ruckelst du? Das musst du nicht tun. So, jetzt müssen wir mal hier ein bisschen so. Schmeiß das Ding schon mal an. So. Steht da halbwegs gerade. So. Ich setze einfach mal den Helfer ein und tappe direkt weg. Und das so. Dann nehmen wir uns mal das Dingens. Es ruckelt gerade echt ein bisschen bei mir, wenn ich nicht so auf den Boden gucke. Finde ich aber nicht so klasse. Uiuiui, da wäre ich fast reingefahren. So, und jetzt wisst ihr, glaube ich, schon, was ich vorhab. Huch, setze ich da vorne an den Schwaran. Ich will mal an das Ding hier mal sehen, ob das funktioniert. Aha. Ja. Wie man merkt, funktioniert hier wieder alles supitupi. Da bin ich dann natürlich schon wieder richtig begeistert. Ist wieder richtig klasse. Moment. Aber das geht immer hin. So. Einmal F7 drücken und dann los. HGSV 4. Ja. Jetzt bin ich mir erstmal gespannt. Ach doch, da kommen wir drauf. Wir kommen echt hier drauf. Oder auch nicht. Wieso kommen wir denn da jetzt nicht drauf? Und ich sollte auch Gas geben. Ach ja. Schon klar, warum wir da nicht drauf kommen. Vorwärts bitte. Dann X. Jetzt werde ich natürlich leider eine Runde auch platt fahren. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ich mach das erstmal an.
natürlich jetzt doof, dass ich damit was platt fahre. Ist irgendwie nicht so demnach, was ich mir jetzt so vorgestellt hatte. Und mein Spiel ruckelt. Warum? Die Mauer ist immer noch da. Kann ich auch schneller fahren? Oh ja, in der Tat. Ich darf schneller fahren. So, wer hat's erraten, was wir heute machen? Grasmähen, sage ich mal, ist ein Teil davon. Es ist nicht nur Grasmähen. So, und jetzt wissen es, glaube ich, alle. Weil ab jetzt ist es, glaube ich, nicht mehr ganz so schwer zu erraten. Ach Quatsch. Das will ich mal probieren. Ich habe jetzt. Passiert gar nichts. Toll! Klasse, ich freue mich. V funktioniert schon mal nicht. So, aber jetzt können wir so rumfahren und fahren auch nichts mehr platt. Huch, außer wir machen natürlich so einen Bullshit. So. Scharfe Kurve. Ja, läuft soweit, wa? Soweit, so gut, soweit, so gut. Ja, das. Ihr merkt, ich bin gerade momentan nicht so gesprächig. Wo, muss ich zugeben, mir fällt auch gerade nicht so viel ein. Also, ich habe gerade, ich bin gerade am Überlegen, aber worüber kann man denn noch reden? Letztes Mal haben wir sehr, sehr viel über Mikrofone geredet. Ich glaube, das Thema haben wir jetzt auch so ziemlich mal abgehakt. So. Ja, Mikrofon haben wir gemacht. Aber worüber haben wir denn davor geredet? Ach, über Agritechnica und so haben wir auch geredet, ne? Ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Ja, und ich fahre wieder totalen Bullshit. Naja, ich tucke jetzt mal hier so ein paar Mal im Kreis. Dabei überlege ich mal. Was haben wir denn noch gemacht? Alter, das ist schon alles so lange her. Ah, ich, ja, mir fällt gerade was ein. Worüber ich mal drüber nachgedacht habe, ist, dass ich aus den LS13 Let's Plays eine Art, wie kann man das nennen? Ja, wie nennt man das eigentlich? Ja, ein Offsprech-Video Gedöns Zeugs Dingsbums mache. Hatte ich mal überlegt. Das heißt, ich habe mir das noch nicht so ganz. Ja, ich habe den Gedanken sozusagen noch nicht vollendet, weil mir gerade auch wieder ein paar Sachen einfallen. Und mir fällt auch noch ein, dass ich meinen Timer nicht gestartet habe. Das ist natürlich super. So. Ja, also was mir so spontan einfällt, wäre halt so Infovideos praktisch zu Landwirtschaft generell oder zum LS13. Das würde allerdings heißen, dass LS13 sehr, sehr, sehr selten kommen würde. Ich muss auch noch mit den Jungs drüber sprechen und so. Wie gesagt, das war eigentlich erstmal nur ein Hirngespinst von mir, wie ich sie halt schon mal öfter habe. Kennt ihr ja nicht anders. Ja, also ich hatte mir das. Wie hatte ich mir das überlegt? Ja, praktisch halt Videomaterial zu sammeln, indem ich halt selber spiele.
Und daraus dann Videos zu schneiden, wo ich halt irgendwas drüber laber. Ob es jetzt Informationen zu, keine Ahnung, zu irgendeiner Traktorenmarke sind, ob es Informationen zum Landwirtschaftssimulator 2014, 2015 ist. Also 2014 ist ja, denke ich mal, so ziemlich klar, dass der ist ja nur auf dem Smartphone bzw. Tablet und sowas. Also wie das halt jetzt mit 2015 weitergeht, da könnte ich versuchen, an Informationen ranzukommen. Allerdings sage ich euch da schon mal vorab, ich müsste mir halt, was natürlich kein Problem ist, mache ich natürlich gerne. Aber ich kriege natürlich keine Background-Infos praktisch, weil ich ja nicht gerade wirklich jetzt hier ein ausschlaggebender Let's Player bin, der irgendwie hier den Landwirtschaftssimulator ordentlich auf YouTube praktisch vertritt, will ich es nennen. Das heißt, ihr würdet auch immer nur das erfahren, was halt wirklich schon ja praktisch online. Alter, wie fahre ich denn hier? Wie es halt praktisch online ist schon. Also könnte man theoretisch auch selber googeln, aber klar, ich würde das auch in einem Video machen, hätte ich kein Problem mit, würde ich sogar gerne machen. Ja, was kann man noch machen? Man kann noch generelle Infos machen, das heißt Infos praktisch zu uns, die man dann dahinter spricht. Oder halt Infos, ja, zum Mods oder zu irgendwas anderem. Also ich habe mir halt da schon ein paar Felder überlegt, weil ich halt momentan ziemlich sympathisiere, nenne ich halt immer gerne, sympathisiere mit dem Offsprechen. Es wäre halt was mehr Arbeit, aber das macht mir nichts. Jetzt habe ich noch die Zeit. Ja, und würde das halt dann machen. Ist halt die Frage. Jetzt bin ich wieder so am Überlegen. Weißt? Jetzt muss man das. Jetzt bin ich das gerade am Weiterspinnen. Wie würde das denn ablaufen? Von wegen Technik, Videomaterial, etc., etc. Das ist eine sehr gute Frage. Also, wie gesagt, das war erstmal ein Hirngespinst von mir. Erstmal gibt's weiter Let's Plays, so wie ihr sie jetzt kennt, mit der Headset-Qualität, wo ich ne? Ich weiß selbst, dass das nicht die beste Soundquali ist, aber über Mikrofone hatten wir ja schon gesprochen. Ja. Sorry. Ja, das war halt so die Überlegung erstmal. Wie gesagt, ich muss mit den Jungs noch drüber sprechen. Ich muss generell das erstmal noch. Achso, das war der Trecker, der so ein Geräusch gemacht hat. Ich dachte, das Ding läuft immer noch. Naja, ich muss halt generell erstmal nochmal gut überlegen. Und wenn es dann was Neues gibt, würde ich auch sicherlich noch Bescheid sagen. Also keine Sorge, es ist noch nicht direkt ab nächster Folge so, dass ich halt was komplett anderes mache. Aber generell mich würde erstmal eure Meinung interessieren. Ich muss auch hier mal ganz kurz euch auffordern, praktisch. Ich fordere euch auf, mehr Kommentare zu schreiben. So. Mehr Kommentare. Ich brauche mehr zu lesen. Mir ist manchmal so langweilig. Ich brauche mehr zu lesen. Also bitte, bitte, bitte schreibt mehr Kommentare. Schreibt auch mir mal dazu halt Kommentare, was ihr meint. Findet ihr generell jetzt nicht nur hier bei mir, sondern. Oder bei uns? Ich sag mal bei mir, weil ich das Ding ja alleine mache hier. Also generell bei uns oder ja generell auf YouTube, was findet ihr eigentlich persönlich besser oder angenehmere Videos?
findet ihr da das Offsprechen besser? Ich hoffe, ihr wisst alle, was das heißt. Oder findet ihr das direkte, halt reaktionsbedingte Sprechen besser? Also ich muss ja persönlich sagen, bei mir kommt es persönlich, ich muss persönlich sagen, bei mir kommt es persönlich, muss ich sagen, ja. Unglaublich hier wieder. Ich muss sagen, bei mir kommt es immer sehr, sehr, sehr darauf an, was ich jetzt gerade gucke. Also wenn ich jetzt gerade halt, keine Ahnung, von irgendwem ein Let's Play gucke, von wegen, keine Ahnung, das neue Outlast DLC, so. Dann sage ich doch schon selber, da will ich aber gerne die Reaktion direkt sehen. Weil es halt ein Horrorspiel ist und ich will halt das ganze Spiel so verfolgen, dass ich sagen kann, boah, geil, und dass ich mich halt womöglich selber erschrecke, weil ich gucke das ja wegen dem Horrorspiel. Ne? Und ich merke gerade, das wird gleich ein kleines Problem hier geben. Befürchte ich. Deswegen muss ich ja sagen, dass ich so, blubdiwupp. Mir fehlen die Worte. Mir fallen einfach keine ein. Warum denn nicht, du dummes Schwein? Von PewDiePie. So. Von PewDiePie habe ich das zum Beispiel nicht geguckt, weil ich die Schnitte nicht so gut finde. Also nichts gegen PewDiePie oder generell. Also bitte, ja. Also, so weit kommt es noch. Sondern eher so das System, was dahinter steckt. Also ja, ich schneide mir halt die coolen Szenen raus und nehme halt die langweiligen weg. Zeig halt meine Reaktion dazu. Zack, boah, fertig. Ne? Gut, ich weiß, dass das jetzt nicht so zack, boah, fertig ist. Weil das ja schon reichlich viel Arbeit ist. Aber ich finde halt so von wegen so, dass das Spiel so im Ganzen zeigen und so, das kommt halt da nicht so geil rüber. Und wenn ich halt das Spiel komplett zeige, jetzt nehme ich mal das Gegenbeispiel, nehme ich mal Gronkh. Ne? Der spielt ja das Spiel komplett, der hat auch mal eine langweilige Folge dazwischen gehabt jetzt. Aber da sieht man halt das ganze Spiel und ja, praktisch da erschrecke ich mich viel mehr mit als bei PewDiePie. Und da muss ich sagen, das ist doch eigentlich der Grund, warum ich ein Horrorspiel gucke. Beziehungsweise spiele, weil es Horror ist und ich eigentlich Spaß dran habe, Horror zu spielen. Und Horror beinhaltet aber für mich Erschrecken. Ne? So, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Könnt ihr auch mir gerne in die Kommentare schreiben. Da sind wir heute schon bei zwei Sachen, die in die Kommentare müssen. Aber ja, ist halt so. Ich gucke die Dinger ja eigentlich, weil ich Horror geil finde und weil ich mich deswegen halt. Was mache ich eigentlich? Boah, ey. Und weil ich mich einfach erschrecke. Oder erschrecken will, je nachdem. So, jetzt ist halt die Frage, wie seht ihr das? Das ist immer die Frage, wie seht ihr das? Seht ihr das genauso wie ich? Oder seht ihr das nicht so wie ich, beziehungsweise wie mein Telefon, was gerade so scheiße klingelt? Hör auf! Hör auf! Nicht dein Ernst. Kann da mal bitte jemand dran gehen? Ich nicht. Mann, kann nicht wahr sein. Geh doch mal dran! Meine Güte. Hör auf zu klingeln jetzt! Ich raste aus hier. Ah, endlich.
Meine Gotte, meine Gotte, meine Gotte. Porca miseria, una grande miseria. Abracadabra, und Italiener und Malta und was nicht. Na. Ja, das ist das Problem, das Telefon steht leider auch auf meinem Schreibtisch. Und ich muss gehen, gehen. Ich muss gehen. Und ja, das Headset, denke ich mal, hat das so ziemlich gut mitgenommen, ne? Und dann hat er gesagt, Alter, weißt du was, das Ding bringt dir gar nichts. Ich fahre hier nur im Krall. Weißt du was? So, bleib stehen. So, immer mal so. So, so, einmal zurücksetzen. Sechs setzen. Und dann holen wir uns. Nein. Den. Ja, Freunde. Wie seht ihr das, ne? Jetzt, wisst ihr was, jetzt bin ich so am Überlegen, wie ist das mit der Frage, wie seht ihr das? Könnte man auch drüber philosophieren. Alter, ich bin so extrem müde. Ich weiß nicht warum. Vielleicht liegt es daran, dass ich letzte Nacht total lange auf war. Aber nein, 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 das glaube ich nicht. Es muss an was anderem liegen. Es kann auf keinen Fall am Schlafmangel liegen. Wie komme ich bloß da auf die Idee? Puh. Ein bisschen recken und strecken. So. Ja. Mal sehen, mal sehen. So. So läuft das flüssig. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich glaube, ich brauche unbedingt eine neue Grafikkarte. Ich habe kein Geld. Naja. Auf jeden Fall brauche ich einfach eine neue Grafikkarte. Ich kann kaum was vernünftig spielen. Das ist ein bisschen doof. Ich habe nämlich so. Ja, wie soll man denn? Ich habe eine Grafikkarte drin, die ist schon. Wie alt ist die? Boah, wie lange habe ich denn das Ding schon? Also, Prozessor und Arbeitsspeicher und so, das habe ich letztens, also irgendwie Anfang des Jahres oder so, habe ich alles erst ausgebessert. Aber die Grafikkarte habe ich damals nicht gewechselt und die Grafikkarte, boah, wie lange ist denn hier? Die ist locker schon 5, 6, vielleicht sogar 7 Jahre drin. Und die ist Katjes. Die ist richtig kacke. Yes. Ich weiß nicht, ob ihr das hier. Könnt ihr ja mal googeln. Das ist GeForce 210 oder sowas ist das. Also das Teil, das kann. Naja, ich will nicht sagen nix. Aber es kann sehr wenig. Minecraft kann ich darauf spielen. Flüssig. Aber ihr seht das hier selbst, wenn ich dann die Aufnahme jetzt am Laufen habe oder so, dann ist das am Ruckeln und so und das Bild ist auch nicht so gerade schön. Und am liebsten würde ich ja noch die Schatten reinmachen, aber so und so, aber dann hätte ich Standbild. Ne? Ist ein bisschen doof. Deswegen brauche ich unbedingt eine neue Grafikkarte. Aber. Ich habe mich mal ganz kurz gemutet zum Gähnen. Aber das hat noch ein bisschen Zeit. Also nicht jetzt so von heute auf morgen. Vor allem, weil ich wahrscheinlich eh zu voll dazu bin. Ja. Mal sehen. Irgendwann wird sie kommen müssen und dann wird sie kommen und ja. Dann läuft alles besser. Mit den Worten, dann läuft alles besser. Und ich sehe gerade, dass er scheiße baut, deswegen mache ich den aus. Passt es sowieso, dass ich jetzt erstmal die Folge beende. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen.
Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr Kommentare schreibt, generell Verbesserungsvorschläge und so. Ja, immer Bewertung da lasst mit Daumen hoch am besten, wenn ihr uns unterstützen wollt oder Daumen runter. Aber ich sag ja immer, wenn Daumen runter, dann in die Comments auch mit Begründung und nicht einfach so Insta-Daumen runter. Ne? Dann bitte vernünftig. Ja, Social Media Links etc. pp. Ist ja natürlich alles wieder in der Videobeschreibung. Guckt auch auf unserem Kanal vorbei. Die anderen Videos gucken. Es kommt bald ein neues Projekt. So viel kann ich glaube ich schon mal sagen. Aber mehr verrate ich noch nicht. Dann nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ich bin dann nicht mehr ganz so müde. Und sage bis dahin, tschüss.